Wir von der Lufthansa Cargo, wir freuen uns auf 4 777, die in diesem Jahr in die Flotte gehen werden. Und das hat natürlich auch Auswirkungen aufs Netz. Da freue ich mich jetzt wiederum ganz besonders, dass ich mit jemandem sprechen kann, der sich da ganz besonders auskennt. Philipp Rauchhaus, Senior Director of Market and Network Planning. Philipp, hi. Hi. Grüß dich. Ich habe es gesagt, absoluter Experte fürs Netz und die Netzwerkplanung natürlich auch. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Jetzt bekommen wir 4 neue 777s. Aber wie ist da die Netzplanung am Anfang überhaupt mit einbezogen in so einen Prozess? Ja, meine, die Kernfrage im Hinblick auf, was brauchen wir für Flugzeuge und vor allem, wie viele Flugzeuge brauchen wir, ist natürlich, wie viele Projekte, wie viele Flüge können wir denn profitabel betreiben? Das ist eine Fragestellung, die wir gemeinsam mit den Kollegen von der Flottenstrategie uns angucken und sagen, was glauben wir denn heute mit unserer Projektliste an möglichen Projekten, die wir betreiben können und auch profitabel betreiben können, wie viele bräuchten wir denn? Das ist der aus meiner Sicht wahrscheinlich noch einfachere Teil. Der schwierigere ist, dann auch gemeinsam mit den Kollegen festzulegen, wie sieht das denn aber auch in 2, 5 und vielleicht 10 Jahren aus. Wohl weiß ich, dass natürlich die Vorhersagegüte für den längeren Zeitraum immer schlechter wird. Aber wie viele Flugzeuge brauchen wir? Was für Projekte können wir profitabel betreiben? Das ist im Wesentlichen auch unser Input, den wir in den Prozess geben. Ich habe es gesagt, 4 neue 777 werden jetzt so im Laufe des Jahres in die Flotte kommen. Welche Auswirkungen hat das ganz konkret auf die Netzplanung in diesem Jahr und aufs Netz? Ja, wir müssen uns natürlich grundsätzlich erstmal überlegen, wo fliegen denn die neuen Flugzeuge hin? Was sich auf den ersten Blick noch relativ einfach anhört, wird natürlich, je weiter man sich damit beschäftigt, deutlich komplizierter, weil wir natürlich nicht die neuen Flugzeuge irgendwo an einen Ort schicken und das die kompletten restlichen Netzstrukturen unberührt lässt. Im Grunde genommen werfen wir die komplette Netzstruktur einmal in die Luft, machen eine neue Planung und dann fällt die Netzstruktur in der neuen Struktur wieder zu Boden, sodass wir dann wirklich also einen Impact auf auch ganz, ganz viele andere Verkehrsgebiete haben. Heute Strecken, die vielleicht noch mit der 777 bedient werden, dann zukünftig mit einer MD-11 bedient werden. Also da ist schon eine ganze Menge Planung auch vonnöten, um zu einer Netzstruktur zu kommen, die dann diese neuen Flugzeuge auch entsprechend bestmöglich für die Lufthansa Cargo nutzt. Es ändert sich eine ganze Menge. Man kann nicht alles erwähnen in so einem Gespräch, aber nehmen wir uns mal ein Beispiel raus. Südamerika zum Beispiel. Was ändert sich da ganz konkret durch die neuen Flugzeuge? Ja, auch das eigentlich relativ einfach. Bisher fliegen wir mit 6 Frequenzen MD-11 nach Südamerika. Wir werden diese 6 Frequenzen MD-11 durch 6 Frequenzen 777 ersetzen. Was sich erstmal recht unspektakulär anhört, aber aus gerade Netzplanungsperspektive schon ein Riesenvorteil ist, weil die Flüge nach Südamerika einfach sehr, sehr lang sind und die MD-11 schlichtweg auch an die Grenzen dessen bringen, was im Hinblick auf Payload, also wie viel Fracht man auch beiladen kann, dann irgendwann schwierig wird und man zwischenlanden muss, um nachzutanken. Und das ist bei der 777 einfach ganz anders. Die 777 kann deutlich längere Strecken fliegen, ohne zwischenlanden zu müssen, ohne signifikant Payload zu verlieren. Von daher ist das wirklich eine Strecke, die uns da deutliche Effizienzvorteile auch nochmal auf einer 777-Bedienung ermöglichen wird. Als ich hier zu Lufthansa Cargo gekommen bin, habe ich den Begriff Rennstrecken auf einmal ganz neu wahrnehmen müssen, weil er gar nichts mehr damit zu tun hatte, was ich davor kannte. Wie erklärt man denn jemanden, der von außen kommt, diesen Begriff? Und vor allen Dingen natürlich auch wichtig, welche Auswirkungen haben jetzt diese neuen 777 auf diese Rennstrecken? Ja, Rennstrecken, das sind im Luftfrachtbereich im Wesentlichen natürlich die Verkehrsströme und die Bedienungsbilder zwischen den großen Primary Air Freight Hubs, also den Knotenpunkten des Luftverkehrs, aber auch durchaus der Weltwirtschaft, wo viel Produktion im Idealfall auf beiden Seiten sitzt. Das ist, wenn man sich es heute anguckt, sind das im Wesentlichen die Strecken zwischen China, Nordasien und Europa auf der einen Seite und Nordamerika, Mexiko und Europa auf der anderen Seite. Da wird sich im Hinblick auf die 777s erstmal direkt nicht ganz so viel tun, aber indirekt, dadurch, dass wir mit den neuen 777s auch MD-11-Kapazität weiter betreiben dürfen und da Wachstum im Jahr 2019 auch sehen, können wir auch auf diesen Rennstrecken, im Wesentlichen auch auf dem Nordatlantik, durchaus nochmal einiges an Frequenzaufstockungen realisieren, was uns natürlich riesig Spaß macht. Und Mexiko, weil ich es gerade auch genannt habe, das ist tatsächlich auch eine der Strecken, die wir dann komplett auf 777 umstellen werden. Aber man merkt, es ist eine ganze Menge, das man berücksichtigen muss bei so einer Planung, oder? Auf jeden Fall. Aber also, wir freuen uns auf die 777s. Das kann man uneingeschränkt so stehen lassen und bestätigen. Auf jeden Fall freuen wir uns über das Interview. Vielen Dank, Philipp Rauchhaus. Sehr gerne.